Sag unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus, die 14. Episode hier auf dem Kanal. Und ihr habt es gerade bereits gesehen, wir haben ein bisschen Probleme gehabt. Und zwar habe ich in der vergangenen Zeit, in der ich jetzt im Urlaub war, ein bisschen mein PC entrümpelt, beziehungsweise hatte ein paar Probleme und habe die 14. Episode gelöscht. Ich dachte, ich hätte sie bereits hochgeladen, ich habe sie aber gelöscht. Das heißt, ihr seht nicht das Vorbereitungsturnier und ihr seht auch nicht die Transfers, die wir gemacht haben. Ihr habt ja gerade schon gesehen, welche Spieler wir geholt haben und dementsprechend stelle ich euch die gleich ganz kurz vor, erläutere euch meine Gedankengänge, aber vorher schauen wir ganz kurz einmal darauf, was diese Episode so abgehen wird. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. 1000 Likes haben sich diese Transfers auf jeden Fall verdient, vor allem, weil wir in dieser Episode noch krassere machen können. Wir spielen gegen Everton und dann haben wir noch drei Spiele, die wir simulieren heute und dann auch den Transfer Deadline Day. Also eine richtig, richtig geniale Episode könnte das heute werden. Ich bin extrem gespannt, was sich noch so transfertechnisch tun wird und ich würde sagen, wir ziehen einfach mal durch und schauen uns gleich nochmal die Spiele an. Aber vorher nochmal, wie gesagt, Like, aber auch Videobeschreibung, IG Vault für günstige Münzen. Und dann die Social Media Links, Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat. Alles mal auschecken, alles da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir spielen heute gegen die Toffees und danach drei simulierte Spiele. Das ist der Plan und jetzt, wie gesagt, zu den Spielern. Der erste Neuzugang ist Joel Matip, der steht ja bereits länger fest, den habe ich mir jetzt geholt, halt endgültig ist er zu uns gestoßen, nachdem wir ihn ja im Winter ablösefrei von Schalke 04 gekauft haben, was heißt gekauft, verpflichtet haben. Dann Saúl Ñíguez, der Superstar von Atletico Madrid, der hier bereits in jungen Jahren 83er Rating hat mit 21, hat sehr starke Stats, kann überall wirklich spielen und deswegen haben wir ihn geholt als neuen Sechser neben Javier Pastore als Stammspieler. Dann Gareth Bale, das war der absolute Top-Transfer in diesem Sommer. 50 Millionen haben wir nur bezahlt bei einem Marktwert von 52,5 Millionen. 4 Jahre haben wir ihn geholt und das liegt ganz einfach daran, wir brauchten ja entweder einen Stürmer oder Flügelspieler und ich habe mich jetzt entschlossen, wir werden mit Bale ja das Ganze bekommen. Bale kann auch Stürmer spielen, wir werden ihn aber auf dem rechten Flügel spielen lassen. Sturridge vorne drin als Stammspieler und wir haben immer noch Spieler wie Benteke und wie Origi, aber wir wollen auch nur noch ein bisschen was verkaufen und haben ja noch weitere Spieler auf der Liste, die eventuell zu uns stoßen werden. Das sind hier einmal Gonzalo Higuain, den wir noch bestätigen müssten. Wir könnten uns ihn holen von Napoli, allerdings hat er sehr viel Gehalt, das er möchte und Douglas Costa wäre die coolere Variante in meinen Augen. Ein linker Mittelfeldspieler, der auch Zehner spielen kann und rechtes Mittelfeld. Ich möchte eher einen auch für die Außenbahn haben als einen wirklichen Stürmer, auch wenn Higuain natürlich mit seinem 90 Abschluss sehr stark ist, aber Sturridge reicht theoretisch auch. Was genau passieren wird, werden wir jetzt heute noch sehen, aber wir simulieren das mal weiter jetzt zum ja quasi im Endeffekt Friendly Derby, ja, zum Merseyside Derby gegen Everton. Vorher kriegen wir noch ein Angebot für Roberto Firmino, bei dem ich mir wirklich vorstellen könnte, dass wir den verkaufen, allerdings nicht für viel weniger als doppelten Marktwert, weil warum? Und wie erwartet hat der FC Bayern das Angebot für Douglas Costa angenommen, 40 Millionen Euro, möchte 140.000 Geld, also 135.000 weniger als Higuain. Er ist ein geiler Spieler und ich könnte mir ihn sehr gut bei uns vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist übrigens unser restlicher Kader, ne? Also das ist krank. Wir haben hier noch Jonathan Lecco, der kommt mal auf die Bank für Firmino, weil ich noch nicht weiß, ob ich den wirklich behalten möchte. So, dann machen wir das so rum. Markovic, Payet, dann haben wir hier noch Gomez, wir haben Milner, Insigne, der verkauft werden soll. Balotelli ist noch da, Henderson ist noch da, Firmino ist noch da. Das ist einfach nur krank und ihr seht hier gerade schon, wer da gleich den Stürmer geben wird im Spiel gegen Everton. Aber in das Spiel springen wir jetzt erstmal rein, das habt ihr alles gesehen, verdammt, aber ich habe es zurückgesetzt, von daher ist es egal. Mal sehen, was die Startelf sein wird, wir gehen jetzt rein ins Spiel, ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns gleich. So, da sind wir. Wunderbar sieht das Stadion aus. Der Goodison Park ist ausverkauft vor diesem Merseyside Derby. Und ihr werdet gleich sehen, mit welcher Top-Elf der amtierende Meister in England denn heute antreten wird in diesem ersten Saisonspiel. Direkt ein Derby zum Auftakt. Was gibt's eigentlich Schöneres? Wenn bei uns übrigens noch was verstärkt wird, dann ist es die Defensive. Wir brauchen eventuell noch einen Ersatztorwart und dazu noch einen, naja, ich sag mal, Innenverteidiger Superstar. Ob wir da wen holen werden, das ist die große Frage. Hier sehen wir gerade Mario Götze. Das ist ein Teil unserer Offensive, in der wir eigentlich gar keinen Bedarf haben. Ich meine, gut, wenn wir ihn Senior abgeben, vielleicht noch Ersatzspieler technisch, aber ansonsten gar nicht. Werden wir schauen, was sie die Episode ergibt. Alves, Coleman, Stones, Juggy, Alka, Baines, Gibson, McCarthy, Deulofeu, Miralas, Barclay und Lukaku. Keine sonderlichen Überraschungen in der Startelf bei Everton. Und wie unsere aussieht, das werden wir uns jetzt natürlich mal angucken. Ihr seht da schon einen und zwei und drei und vier und fünf Spieler. Und wir haben auf jeden Fall ein paar Debüts in der Premier League. Im Tor Karius, davor Klein Matip in seinem Debüt. Boscagli und Moreno. Boscagli natürlich. Dann Saúl Ñíguez, davor Pastore. Sturridge auf Außen zusammen mit Charlie Musonda. Und dann Mario Götze auf der 10 und vorne drin. Divock Origi, aber keine Sorge. Jonathan Lecco und auch beispielsweise Gareth Bale sitzen auf der Bank und warten eigentlich nur darauf, dass sie ihre Einsatzzeit bekommen. Ich würde sagen, wir springen rein in diese Partie. Schiedsrichter legt den Ball auf den Anschlusspunkt
und dann können wir loslegen. Ins erste Spiel oder mit dem ersten Spiel dieser Saison. Bamonos, wir holen uns die 3 Punkte. Schön vom Musonda und da ist Sturridge. Aber der hat jetzt gerade noch nicht so wirklich eine Anspielposition. Jetzt hat er eine mit Saul Nigesh. Seine ersten Kontakte in der Premier League. Der Ball auf Musonda und der zieht ab 5-Star Weakfoot, aber der war noch ein bisschen. Oh, wieder Musonda. Schön im 16er, aber dann mit dem Finesse ein bisschen zu spät da. Aber der macht schon direkt Spaß hier am Anfang. Oh, doppelte Balleroberung. Charlie Musonda, zieh ab. Okay, der war weit vorbei. Aber was ist denn mit dem los hier? Der war letzte Saison echt noch durchwachsen. Wir wollen ihn eigentlich ausleihen. Und jetzt rastet der hier so aus. Götze wieder mit einer Balleroberung. Das geht viel zu einfach eigentlich. Ja, Sturridge. Na, da wollte ich nicht direkt in der Mitte spielen oder ziehen. Klein mit der Franke, Götze, perfekte Ballannahme, 1:0, 19. Spielminute. Mario Götze mit dem Führungstreffer für den FC Liverpool. Das erste Tor der Saison, Ballbesitzgrätsche von Klein, der dann die Flanke perfekt in die Mitte schlägt. Götze, perfekte Ballannahme, Alves chancenlos. Und wir führen und machen unsere Überlegenheit bezahlt, oder unsere Überlegenheit macht sich bezahlt. Klasse Auftakt, Mario Götze, wunderbar. Ross Barkley mit der ersten Gelegenheit für Everton, die war gar nicht schlecht, aber das ist nach 30 Minuten das Erste, was denen einfällt. Und das ist eigentlich recht wenig. Oh, Moreno auf Musonda und er ist da sowas von allein und wird nicht richtig angegriffen. Und der Abschluss ja an dem hapert. Aber momentan sind wir wirklich so gut besetzt im Kader. Ihr seht selbst Musonda, der ein relativ niedriges Rating hat, macht da richtig Alarm. Und ich erkläre euch gleich nochmal nach dem Spiel die Kaderplanung, beziehungsweise warum ich in der Offensive nicht mehr wirklich was machen will, auch wenn ich Spiele abgebe. Das war viel zu schnell geredet. Jetzt die Gelegenheit hier vielleicht für McCarthy. Deulofeu. Ah, gibt das einen Freistoß? Nein, aber die Chance und die ist vergeben. Pastore versucht's mal, aber der war weit daneben. Ja, es plätschert gerade ein bisschen, aber ist ja gleich Halbzeit. Oh, Lukaku ist da. Das war die dicke, dicke Chance für Everton. Und es gibt nochmal einen Eckball. Da haben wir nicht gut gestanden hinten, aber Karius war da. So, jetzt ist Halbzeit, Everton against Racism. Das Stadion sieht allgemein sehr cool aus. Wir führen im Friendly Derby gegen unseren quasi Lokalrivalen, das ist ja, durch Mario Götze mit 1:0. Aber in der zweiten Halbzeit muss noch ein bisschen was gehen. Wir werden jetzt erstmal einen Wechsel vornehmen. Und da ist er, unser neuer Superstar. Na, wer hat gedacht, dass Bale reinkommt? Nein, Jonathan Lecco kommt rein und anscheinend ist er schwarz. Ich habe gedacht, er wäre weiß, aber er kommt für Divock Origi in die Sturmspitze rein. Und Bale bleibt noch draußen. Warum? Weil ich's will. Das war ein böses Einsteigen und es gibt keine Karte für McCarthy. Aber das war trotzdem ganz schön brutal. Auch wenn er am Ball gespielt hat. So, Musonda mal wieder. Vielleicht kann der ja mal wieder was bewegen hier in der zweiten Halbzeit. Das war exakt das, was ich nicht wollte. Aber das war auch zugegebenermaßen eigentlich ein Skill-Move, ein Hokuspokus, den ich machen wollte, der einfach nicht ausgeführt wurde. Und jetzt hat sich da außen gerade mal Deulofeu durchgesetzt. Der macht mir ein bisschen Sorge, der spielt ihn bisher sehr gut. Schöne Ballerung von Pastore. So, da ist Jonathan Lecco mal. Das war kein guter Auftakt. Wir haben mittlerweile übrigens gewechselt. Musonda ist rausgegangen nach seiner doch starken Partie. Und dafür ist jetzt Dimitri Payet drin auf der linken Seite. Baines mit der Flanke, aber Boscagli ist da, der bisher wieder ein sehr starkes Spiel macht. Martip haben wir irgendwie noch gar nicht gesehen, aber der musste auch irgendwie anscheinend noch nicht eingreifen. Das war aber, was war das denn von Saul? Payet mit der Flanke abgewehrt, aber Nathaniel Klein ist da und der kann auch schießen, das war nicht schlecht, aber es bleibt beim 1:0 und momentan passiert auch nicht viel. Wir haben zum dritten Mal gewechselt und endlich ist er in der Partie, Lazar Markovic, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, wie ich gerade gesehen habe, was sehr cool ist. Ihr habt natürlich alle wen anders erwartet, aber den will ich mir fürs erste Heimspiel aufsparen. Oh, Lukaku und Karius mit einem Weltklasse-Reflex. Jetzt wackeln wir hier doch nochmal zum Ende der Partie und Everton kommt richtig stark nach vorne. Schöne Abnahme, aber auch richtig stark mit einer Hand von Karius gehalten gerade so. Und jetzt vielleicht die Kontergelegenheit über Jonathan Lecco. Der ist ja schnell. Oh, setzt sich da schon mal schön durch. Und jetzt ist die Frage, kommt er an Leighton Baines vorbei? Am Ball bleibt er schon mal, aber vorbei kommt er nicht. Dribbling hat er nicht so und ist kein Clark Kent natürlich. Clark Kent heißt er, der ist Ryan Kent. Aber jetzt geht er den Ball auf außen nochmal. Kann übrigens auch rechter Mittelfeldspieler spielen. Zieht hier in die Mitte. Ah, da wollte ich das Tor selber machen. Hätte ich vielleicht abspielen müssen, klar.
Dicke Chance und Karius schon wieder da. Wer war das? Hab's nicht genau gesehen. Ich sah, dachte schon, es wäre Coleman gewesen, aber es ist... Wir stehen hinten echt schwammig. Diego Alves ist mit vorne. Karius, hast du den? Ja, faustest ihn raus. Warum fängst du ihn nicht? So, nochmal die Gelegenheit für McCarthy. Der nochmal reinflankt, Pastore. Und jetzt vielleicht Jonathan Lecco. Auf dem Weg nach vorne ganz weit vorgelegt. Und dann ist auch Feierabend. Wir gewinnen mit 1:0 das erste Spiel der Saison. Unspektakulär, aber im Endeffekt ist mir das egal. Gegen den FC Everton im Merseyside Derby. Es war eine wackelige Nummer am Ende, denn die in blau gekleideten Toffees waren auf jeden Fall nochmal gefährlich. Aber das Tor von Götze reicht zum ersten Sieg der Saison. Wir fahren 3 Punkte ein. Das ist sehr schön. Das ist ein sehr guter Auftakt in die neue Spielzeit. Es schaut so aus, als würden wir wieder oben mitspielen können. Allerdings müssen wir uns defensiv stabilisieren. Vielleicht brauchen wir wirklich noch einen absoluten Topstar da hinten drin, aber das werden wir jetzt alles erledigen. Für einen Moment gewinnen wir erstmal und das ist wunderbar so. Villarreal bietet 41 Millionen für Firmino, noch nicht. So, wir trainieren einmal und dann zeige ich euch gleich, was ich gemeint habe. Übrigens ist Lecco, glaube ich, 17 Jahre alt, also mit 69 darf der sich auch noch ein paar Fehler leisten. Balotelli ist übrigens noch vielversprechend, aber er zeigt seine typische Trainingsmentalität. Kein Bock. So, Freunde, das ist unser Kader. Er ist relativ voll, aber ich werde es euch kurz erklären. Karius ist Stammtorwart, das ist unumstößlich. Bogdan wäre Ersatztorwart, ist mir aber ein bisschen zu schwach. Da überlege ich vielleicht noch einen anderen zu holen wie Donnarumma oder sowas. Fulton, ja, ist eigentlich auf der Leihliste, aber kann auch auf der Transferliste, weil aus dem wird sowieso nichts mehr. Dann haben wir rechts genug Spieler auf jeden Fall. Nathaniel Klein ist der Stammspieler. Flanagan ist auf der Leihliste, weil Cancelo noch da ist. Und Connor Randall ist sogar auf der Transferliste, denn den wollen wir eigentlich loswerden. Andrew Wisdom ist auch auf der Transferliste, denn auch den können wir eigentlich nicht mehr gebrauchen. In Innenverteidigung haben wir dann Matip, Boskagli, Thiago Iori, der auf der Leihliste ist, Dejan Lovren, der als Ersatz herhalten könnte und dann hört es auch schon auf. Allerdings kann natürlich auch noch Emre Can Innenverteidiger spielen, dementsprechend sind wir dann nicht ganz so gut besetzt, wie es aussieht. Allerdings, wie gesagt, ein Weltklasse-Innenverteidiger wäre nochmal eine ganz schöne Geschichte. Alberto Moreno, Brad Smith, Joe Gomez und Fuka Arthur Masuaku haben wir dann noch auf der linken Seite. Joe Gomez kann übrigens auch Innenverteidiger spielen. Weswegen ich Lovren eventuell auch verkaufen würde, tatsächlich sogar, wenn wir noch einen Top-Spieler holen. Smith ist auf der Leihliste, Alberto Moreno ist der Stammspieler, Masuaku, der Ersatzspieler, ist momentan noch verletzt. Passt also ganz gut. Jetzt kommen die Flügel. So, der rechte Flügel, da haben wir einmal Sturridge, der ja aber nicht von Anfang an spielen soll, sondern da soll Bale stehen. Markovic als Ersatzspieler, der auf der Leihliste ist. Und Ryan Kent ist auch auf der Leihliste, den möchte ich allerdings eigentlich gerne selber spielen. Javier Pastore und Saul sind die beiden etatmäßigen Mittelfeldspieler. Emre Can ist dahinter, Jordan Henderson ist auf der Transferliste. James Milner wird als Backup her. Wir spielen ja auch Champions League, wir brauchen einen dicken Kader. Allen ist noch da, der ist allerdings verliehen. Charlie Musonda haben wir dann hier noch, wie wir sehen können. Der ist auf der Leihliste, der ist auf dem linken Flügel, genauso wie Payet, der aber eigentlich als 10er-Ersatz für Götze geplant ist. Cheji Oyo haben wir verliehen, Götze haben wir wie gesagt. Teixeira ist auch verliehen, theoretisch könnte Payet auch auf der linken Seite aushelfen. Allerdings kommt da ja auch noch der Kollege Douglas Costa hinzu und eigentlich ist er der Ersatz. Das heißt, da müssen wir mal schauen, was wir mit Teixeira machen, wenn denn er nicht verliehen wird, genauso wie mit Cameron Brannigan und Luis Alberto. Dann haben wir Roberto Firmino, den würde ich ehrlich gesagt ganz gerne verkaufen, wenn denn jetzt tatsächlich Douglas Costa kommen sollte. Allerdings kommt es da auf das Angebot an. Gareth Bale ist auf der rechten Seite gesetzt, das ist, denke ich mal, klar. Daniel Sturridge ist unser neuer Stürmer, auch Origi ist der Ersatzstürmer. Jonathan Lecco ist der Ergänzungsstürmer, der ist auch nur verliehen übrigens, den haben wir aber mit Kaufoption geholt. Und dann haben wir noch Mario Balotelli, der zurückgekommen ist, den wir allerdings natürlich, muss ich dazu sagen, verkaufen können, sobald ein Angebot kommt. Wäre der nächste Stürmer. Marcus Rashford ist verliehen, wir haben also 4 Stürmer hier quasi, auch wenn einer davon Flügel spielen kann. Wir sind also auch dick genug besetzt, wenn sich mal wer verletzt. Lorenzo Insigne ist auf der Transferliste, Jordan Ibe ist verliehen und dann ist der Kader auch schon vorbei. Sieht in meinen Augen sehr, sehr ordentlich aus. Ich bin gespannt, was da so passieren würde jetzt. Allerdings, ja, wie gesagt, werden wir jetzt erstmal ein bisschen weiter simulieren und schauen, ob Douglas Costa kommt. Und da haben wir es auch schon. Douglas Costa wird zu unserem Verein stoßen. Wir haben noch 10 Millionen Restbudget. Das heißt, bevor wir jetzt Transfers machen, naja, müssen wir halt irgendwie Spieler abgeben, wie beispielsweise einen Flanagan, der aber ein Leihangebot haben wird, und einen Firmino, bei dem Sunderland immerhin 42,5 Millionen bietet. Bei Sunderland gehe ich immer auf 49,5, auch wenn ich nicht glaube, dass es annehmen. Die Hotspurs wollen Flanagan leihen. Das ist komisch, aber von mir aus sollen sie es machen. Hauptsache, er ist erstmal verliehen. Sunderland kann es nicht zahlen. Dortmund will es noch nicht zahlen. Wir gehen auf 50 Millionen hoch. Dafür würde ich ihn ziehen lassen. Das ist das, wofür wir Bale bekommen haben. Fürs Tor übrigens 2 Optionen gedacht, und zwar einmal natürlich Gianluigi Donnarumma, ich habe aber nochmal einen Transfer hier einen Scout-Auftrag gemacht, und Bartoszmay oder wie auch immer heißt, Dragowski, da müssen wir mal schauen, vielleicht bekommen wir den, das wäre ein bisschen noch was anderes, weil Donnarumma ist komplett Mainstream, Dragowski ist auch nicht unbedingt Anti-Mainstream, aber ich habe ihn noch nie gespielt.
So, bevor es jetzt aber weiter mit Transfers geht, geht es erstmal ins zweite Spiel gegen Stoke City und das ist unser Kader für diese Partie und vor allem das Mittelfeld ist einfach nur prächtig mit keinem Spieler unter 83. Karius Boscagli, unser Supertalent, der einfach sowas von geil ist. Moreno, Matip und Nathaniel Klein, dann Pastore, Saul, Bale, Götze, Costa und Sturridge. Was für eine Offensive, rein ins Spiel gegen Stoke. Wir spielen gegen Stoke. Die haben einen zentralen defensiven Innenverteidiger oder einen Verteidiger auf jeden Fall auf der 6 und einen Stürmer auf dem linken Mittelfeld. Mal sehen, wer das sein wird. Sie haben gegen meine McPies 2-1 gewonnen. Das heißt, die müssen wir jetzt rächen. Und schauen wir mal, mit wem sie da spielen. Oh, Bale nach 3 Minuten. Das ist mal ein Debüt mit dem 1-0. Shaqiri mit dem Ausgleich. Was? Johnson verletzt sich. Was ist denn hier los in der Anfangsphase? Cameron und Juff auf links. Auch mal interessant. So, 45 Minuten durch. Noch steht es 1-1. Oh, oh, ach, was ist denn das, Alter? Wir können doch nicht mal so schnell einen Ausgleich kassieren. Götze und Vardy gleich aus. Bale mit dem Doppelpack in seinem ersten Spiel. Und diesmal kassieren wir nicht direkt den Ausgleich. Hoffentlich bleibt das bis zur 90. Minute so. Jawohl, wir gewinnen mit 3-2. Eine ganz enge Partie anscheinend gegen die Potters. Oh, Gott sei Dank. Doppelpack Bale. Das ist doch mal wirklich ein richtig geiler Einstand für ihn. Aber es verdeutlicht nochmal unsere defensiven Probleme und die müssen wir in den Griff bekommen. Balotelli mit einem D. Er steigert sich zumindest marginal. Bournemouth möchte Cancelo haben oder Cancelo oder Cancelo oder den Portugiesen auf jeden Fall. Möchte ich aber eigentlich nicht verkaufen, um ehrlich zu sein. Jetzt geht's aber los. Ein Angebot für Daniel Sturridge von Dortmund. Das kann ich nicht annehmen. Das geht nicht. Das kriege ich nicht übers Herz. Kleines Rot gesperrt. Wer dann spielen muss bzw. sollte, ist, denke ich mal, klar, Cancelo nämlich. Wir können noch theoretisch Gomez spielen lassen oder Markovic. Allerdings bin ich da eher für Cancelo, muss ich ganz ehrlich sagen, denn der soll ja auch bleiben. Es geht gegen Aston Villa, die anscheinend in der Euro-Qualifikation gespielt haben und gegen Slask Breslau mit 2-0 gewonnen haben. Gegen Newcastle haben sie auch gewonnen, das heißt, auch hier müssen wir uns rächen. Spielen Fünferkette gegen uns, was natürlich mal ein Ausrufezeichen ist und wir schauen, was da so gehen wird. Auswärts natürlich immer so eine Sache, aber Douglas Costa macht im zweiten Spiel sein Debüttor, sehr schön. Cancelo kriegt die gelbe Karte und gestellt macht den Ausgleich. Das gefällt mir aber gar nicht, dass der Rudi hier trifft. Vielleicht können wir ja direkt mal wieder antworten. Aber Ayew macht sogar das 2-1 für Villa. Und Cancelo kriegt gelb-rot. Was ist denn jetzt los? Leute, bitte, wir haben so einen starken Kader. Das kann gar nicht sein. Costa mit einem Doppelpack macht hier das 2-2 und wir spielen nur unentschieden gegen Villa. Also das war mal ein komisches Spiel. Aber gut, gegen Fünferkette auswärts simulieren ist halt immer so eine Sache. Matip fällt nur 3 Tage aus und ich glaube, ich werde Origi verleihen und zwar an Inter Mailand. Hier haben wir noch ein Angebot von Udinese Calcio für Firmino über 47, sage ich da mal was. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber... Wir haben eigentlich genug Stürmer mit Balotelli. Ja, ich nehme es an. Ich nehme es an, Origi wird ein Jahr verliehen an Inter Mailand, um sich da weiterzuentwickeln. Noch mehr weiterzuentwickeln, als er sich sowieso schon entwickelt hat. Langsam möchte ich mal ein Upgrade. Ich möchte andere Spieler trainieren. Bei Musonda geht es langsam drauf zu. Balotelli ist der Beste im Training, aber wenn das mal nicht ein Zufall ist. Bournemouth kommt meinen Forderungen immer näher. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Aber von mir aus würde ich ihn für mehr als doppelten Marktwert verkaufen. 19 Millionen und sie können haben von mir aus. Dann muss ich mir wieder Neues suchen. Beziehungsweise ich habe ja mit Markovic einen Ersatz auf der Bank. Für Firmino wollen sie keine 50 Millionen bezahlen, aber für Sturridge schon. Reicht mir aber nicht. Und jetzt kommt Stoke und möchte Balotelli haben. Es ist B11-Zeit, denn wir sind im Pokal an Start zu Hause gegen Sheffield Wednesday. Und da sollte auch unsere B11 ausreichen, um die zu schlagen. Wir spielen mit Karius, Lovren, Iori, Markovic, Milner, Chan, Klein, Musonda, Payet, Kent und Balotelli vorne drin. Zu Hause, das sollte normalerweise gar kein Problem sein. Haben gegen Scunthorpe gewonnen, 1-0, spielen 4-4-2 und mal sehen, wie es gegen die laufen wird. Wie gesagt, normalerweise sollten wir das gewinnen und zwar ohne größere Probleme. Matthias spielt damit, Musonda macht das 1-0, krönt also beziehungsweise zeichnet seine super Form momentan aus und Hooper macht den Ausgleich. Die kriegen rot und machen den Ausgleich. Diese Simulationen sind echt, verstehe ich nicht. Normalerweise würde sowas wahrscheinlich gerade gegen Liverpool niemals passieren. Balotelli macht ein Tor. Das gibt's ja nicht. 2-1, sehr, sehr schön. Götze kommt für Chan rein. Das heißt, wir wechseln nochmal ein bisschen und Kent macht einen Treffer, was auch sehr cool ist. Auf jeden Fall. Und damit führen wir 3-1 und gewinnen auch dieses Spiel im Capital One Cup gegen Sheffield. Nice. So, jetzt haben wir nämlich mal Gegenangebote. Stoke würde 24 Millionen für Balotelli zahlen, aber nein. Ja, dann hier Sturridge, 59 Millionen. Oh, eigentlich auch nicht. Und dann haben wir noch ein drittes Angebot, und zwar ein Gegenangebot für Firmino. Die bieten immerhin 37,3 Millionen, aber das ist noch weniger, als der Geschäftsführer vorschlägt. Und deswegen lehnen wir das alles ab.
Tja, und jetzt ist Balotelli weg. 29,5 Millionen reichen Stoke City aus und wir können ihn also abgeben, unserem Super Mario, wenn es denn mit dem Gehalt passt. Die schaffen das anscheinend hier nicht mehr, sich einig zu werden mit Firmino. 45 Millionen müssten sie schon mindestens zahlen. Das ist sogar weniger, als der Scout hat verlangen können. Gott sei Dank sagt Dortmund, nein, wir holen Sturridge nicht. Und wir müssen jetzt irgendwie mal überlegen, wie wir das mit dem Innenverteidiger und Torwart machen, weil es bleibt nicht mehr viel Zeit übrig und das ist alles andere als schön. Ach Mensch, diese Angebote für Sturridge hören auch einfach nicht auf. Das ist echt nervig mittlerweile schon. Eigentlich könnte ich mal unverkäuflich machen. Ich habe starke Hoffnung, dass die an den Senior interessiert sind. Das wäre wunderbar. Dann könnte man nämlich Laporte holen. Und das gleiche gilt in gewisser Weise für Manolas. Wir werden übrigens so den Kollegen Firmino doch nicht verkaufen. Der wird nämlich ein Ersatzstürmer für Sturridge werden. Mal sehen, wie das so laufen wird. Nur falls er spielt Bale halt Stürmer. Aber dann haben wir Firmino auf der 10 und Götze auf rechts oder auf links. Und och, Sturridge verschießt einen Elfmeter nach 3 Minuten. Das ist aber nicht so schön. Moreno kriegt gelb. Warum schießt den? Ach, Götze macht sowieso mal wieder sein drittes Saisontor. Der trifft irgendwie dauernd. Aber das ist doch schön. Bale macht das 2:0. Auch der trifft bereits zum dritten Mal diese Saison. Das ist doch herrlich. Wir führen also schon mal 2:0. Payet kommt für Pastoris. Sturridge macht doch noch sein Tor. Jetzt fehlt noch Costa. Und jetzt ist Musonda drin, das heißt Costa fehlt nicht mehr. Aber vielleicht machen wir trotzdem noch das 4:0. Das wäre sehr, sehr schön, wenn wir hier die Black Cats mal so richtig reiben können. Und das machen wir. Payet macht das 4:0. Richtig schöner Sieg. Und das auch noch zu 0. Herrlich. Hey, wir haben ein Angebot für Captain Henderson. Das wurde auch mal Zeit. Die wollen 30 Millionen entziehen hier. Also 57 für Laporte. Uff, 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 uff. Und die wollen 46 für Manolas, was vollkommen übertrieben ist. Die Frage ist ja, ist Bartosz May gerade Dragowski oder Drahovski oder Gianluigi Donnarumma? Wir haben ja noch Solank, aber den wollen wir ja nicht holen und Adrian Silva auch nicht. Ich werde mal beide kontaktieren einfach. Ich biete mal hier 4 Millionen und bei Dragowski biete ich mal irgendwie 3 oder 2,5 Millionen. Und dann mal schauen, natürlich ist er noch ein bisschen schlechter als Donnarumma und das, obwohl er älter ist. Aber er ist ja auch bei uns nur B-Torwart und sollte jetzt nicht irgendwie eine große Rolle spielen. Und nein, ich habe keine Ahnung, wie man Drahovski oder Dragowski oder Drahovski ausspricht. Wir trainieren übrigens Saul das erste Mal und Boskagli ist direkt wieder ganz nah an der 78 dran. Und das sieht doch alles sehr schön aus. Die wollen 5,5 Millionen haben. Und die wollen 6 Millionen haben. Und die wollen offenbar nicht über Marktwert bieten, was ich nicht okay finde. Während Roma ernsthaft abgelehnt hat, hat ja im Endeffekt Bilbao akzeptiert und dementsprechend holen wir uns jetzt Aymeric Laporte für die Innenverteidigung als Superstar. Und jetzt ist hier Party Rock. Erstmal wird Connor Randall verkauft und guckt euch das jetzt mal an. Nur positive Nachrichten. Jagiona oder wie die heißen, hätten akzeptiert. Das heißt, wir würden Drahovski bekommen. Warum auch immer der 30.000 will, aber ihn lockt wohl das Geld aus England, was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann. Dazu haben wir dann noch die Bestätigung von Milan. Auch da werden wir einfach mal ein Angebot machen für Donnarumma, der gleich 40.000 möchte. Aber in Ordnung, kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Und dann hat auch noch Genua akzeptiert und wird sich Henderson für 20 Millionen knapp holen. Und Aymeric Laporte hat akzeptiert und damit haben wir auch noch einen neuen Innenverteidiger. Also das ist mal richtig, richtig geil. Insigne sind wir auch damit noch los geworden. Besser geht's doch eigentlich. Alles gemacht, was wir machen wollten. Und einen Tag haben wir sogar noch Zeit. Ihr seht schon 7 neue Nachrichten. Oh wei, was ist denn jetzt los? Transferangebot, bla bla bla, okay. Aktuell ist aus Spanien. Was haben wir denn hier? Das sind alles uninteressante Spieler, denn wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen. Dementsprechend können wir das in Ruhe lassen. Süle wollte ich mir mal angucken, hat 80. Den könnte man später vielleicht irgendwann mal holen. Der ist aber relativ Mainstream-Spielerverkauf. Henderson, das ist sehr schön. Donnarumma und Drahovski, ha, der hätten akzeptiert. Dann haben wir hier noch einen verkauft. Und Lazar Markovic, für den haben wir ein Angebot. Und zwar von Norwich City. Das nehmen wir an per Laie. Das heißt, den sind wir auch erstmal los. Das ist wirklich eine perfekte Transferperiode irgendwie. Ihr müsst jetzt nur noch entscheiden für die nächste Episode. Wen soll ich holen? Drahovski oder soll ich Donnarumma holen? Das Problem ist, ich bin auf Malta. Das heißt, ihr habt sehr lange Zeit zu überlegen, wen ich denn da abgeben soll. Beziehungsweise, wen ich abgeben soll, sondern wen ich denn dann kaufen soll im Endeffekt. Ob es der Pole wird oder ob es der Italiener wird. Schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Ich werde mir dann, wenn ich wieder da bin aus Malta, ein Bild darüber machen, was ihr gerne haben würdet. Vielleicht auch noch vor Malta, je nachdem, wann ich das Video hier hochlade. Aber ich denke mal, ich lade das ja später hoch. Oh, guck mal, jetzt haben die hier ein bisschen, jetzt machen die ein bisschen Druck. Das heißt, ich werde mal nicht weiter simulieren. Das werden wir jetzt mal einfach ablehnen. Denn ich denke nicht, dass sich Valencia den leisten wollen wird. Und Mario Götze war in Monaco ein Angebot. Oh wei, oh wei, oh wei. Da machen wir 103 Millionen. Und da den 103 lassen wir den auf gar keinen Fall gehen. Und ich würde sagen, eine einzige Stunde machen wir noch. Und dann ist erstmal vorbei mit dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Die werden es also nicht machen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig, nein, vielleicht sogar 1200 Likes mal für den Liverpool-Karrieremodus, für diese kranke Transferperiode, in der wir wirklich unglaublich geniale Spieler geholt haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich erstmal in meine Sommerpause und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auch auf jeden Fall, da war ich schon beim nächsten Satz. Macht's gut, haut rein und ciao.